beißt rein und hast nur Mayo in der Fresse. Das ist widerlich. Also ich bin immer noch bei dem Brot im Zwiespalt. Die haben so einen Döner gemacht, so boom, und dann gucken die Leute, sagen, aha, ich will den auch, und dann haben sie nicht bekommen. Ich teste alle Döner in U-Bahnhöfen oder direkt daneben in ganz Berlin. Kochstraße, Checkpoint Charlie. Was geht ab, meine Steckermäulchen? Wir sind jetzt hier am U-Bahnhof Kochstraße und der nächstgelegene Dönerladen ist hier der Kebab Point. Der gehört zu dem Hatay-Restaurant dazu. Der wurde mir auch von einem von euch empfohlen. Also Grüße gehen raus. Ich hoffe, der Döner ist gut. Ansonsten gibt's Daumen runter auf deinen Kommentar. Ich habe Hunger mitgebracht. Amadeus hat auch Hunger mitgebracht. Ballern wir uns immer rein. Los geht's. So, meine Schleckermäulchen. Das hier ist der Döner vom U-Bahnhof Kochstraße, Checkpoint Kebab. Checkpoint Charlie ist hier auch um die Ecke. Also, es ist auch eine Touristengegend. Also, hier laufen sehr viele Leute lang, sehr viel Laufkundschaft. Aber gefühlt sieht das nicht nach einem Touri-Döner aus. Deswegen, er sieht aus wie ein ganz normaler Berliner Standarddöner, sag ich mal. Was mir als allererstes aufgefallen ist, meine Freunde, das erste Mal seit wie vielen Jahren sehe ich nicht dieses Standard-Dönerpapier, sondern mal was anderes drauf. Ist auch mal geil. Also, mich freut es. Hier steht sogar ein kleiner Spruch drauf. Die Welt ist mit 2 S Döner, die Welt ist Döner. Ja, macht es jetzt den Döner besser oder nicht? Nein, aber ist mal sympathisch, dass mal ein neues Papier, mal was Neues zu sehen ist. Also, testen wir mal diesen Kollegen jetzt hier an. Was haben wir? Wir haben natürlich wieder die Ehrenmann-Garantie bekommen, dass der Döner so ist wie bei allen. Knoblauch scharf, Salat komplett, aber bitte mach keinen Show-Döner, mach ihn Döner so, wie alle ihn kriegen, okay? Nicht jetzt extra dick, extra dünn, sondern ein Döner, wie ihn jeder kriegt. Weil wenn die Leute das Video sehen, die kommen, die wollen auch genau so den Döner haben. Ne? Ja. Also immer so. Sehr gut. Das glauben wir auch, weil er sieht schon gut aus, aber ist jetzt auch nicht zu dick, nicht zu dünn. Genauso wollen wir es haben. Also fangen wir an mit dem Fleisch. Baha-Spieß kennen wir schon von der Würzung. Dünn geschnitten, knusprig geschnitten. Der Usta hat auf jeden Fall Erfahrung. Ja. Aha. Also von diesen Standard-Hackspießen gefällt mir die Baha-Spieße immer noch am besten von der Würzung. Letztes Mal Friedrichstraße, der von Tech Döner, der war mir zu salzig. Fleisch, wie gesagt, ist ein solides Standard-Dönerfleisch. Dann, ich bin jetzt immer sehr neugierig, was Rotkohl angeht. Grüße gehen raus an Bristow Grillhaus Naturkundemuseum mit dem geilen eingelegten Rotkohl. Oh. Der Rotkohl ist auch selbst eingelegt, man schmeckt es, aber eher säuerlicher. Ist okay. Zwiebeln sind groß geschnitten, also wer Zwiebeln mag, für Zwiebelliebhaber ist was dabei. Tomaten sind okay. Für die Jahreszeit ist alles okay mit den Tomaten. Salat haben wir Eisberg, Gurken auch da. So, Soßen haben wir Knoblauch scharf. Gucken wir uns mal das Brot an auch nochmal. Das Brot hätte er ein bisschen besser toasten können. Ist ein bisschen, ist mir hier oben zu weich. Testen wir mal. Aber auch hier sieht man sehr schön die Toaststruktur. Und ich sehe schon, das Brot reißt. Ja? Mal gucken. Ja. Polizei holt sich auch einen Döner hier. Bei dem Brot frage ich gleich nochmal nach. Ich wollte eigentlich meckern, weil das zu schnell reißt, aber ich glaube, die backen das Brot hier auch selbst. Das schmeckt nämlich ein bisschen anders als so diese Standard-Pide. Das ist, glaube ich, selbstgebackene Pide, was schon mal auch ein Pluspunkt ist. Das Brot schmeckt gut. Es reißt aber sehr schnell, aber ich glaube, es ist selbstgebackenes Brot. Selbstgebackene Pide. Schon mal, wenn es so ist, wir fragen gleich nach, dann ist gut. Knoblauchsoße ist auf jeden Fall auch sehr mayo-lastig. Bloß hier haben sie genau richtig angewandt. Also nur die Innenseite vom Brot bestrichen und nicht diesen Klecks obendrauf. Macht diesen Klecks obendrauf, macht den nicht, liebe Dönerverkäufer. Macht nicht diesen Klecks obendrauf. Also mir persönlich ist es, du beißt rein und hast nur Mayo in der Fresse. Das ist widerlich. Aber hier ist okay. Haben sie dezent eingesetzt. Die scharfe Soße. Man merkt sie. Versuchen wir, ob ich die nochmal einzeln so kriege. Oh.
Die scharfe Soße hat eine gute Würze. Die hat auch einen leichten Eigengeschmack. Doch, die scharfe Soße kann was. Also ich bin immer noch bei dem Brot im Zwiespalt. Einerseits ärgert mich das, dass es schon zerfällt. Aber andererseits ist es irgendwie geil, weil ich glaube, es ist selbst gemacht. Weil vom Geschmack her ist das Brot wirklich gut. Gutes Pide. Also wenn die das nicht selbst gebacken haben, dann haben die es gut eingekauft. Haben die einen guten Bäcker hier erwischt. Das ist, hat man auch nicht oft, dass das Brot so heraussticht. Also geschmacklich ist das Brot geil, aber halt ist es nicht sehr stabil, um den Döner zu halten. Kauft ihr das oder ist das selber gebacken? Selber gebacken. Habt ihr selber gebacken? Diese, ja? Ja. Wusste ich doch. Also wenn man sich so seinen Traumdöner zusammenbauen könnte, dann würde ich dieses Brot vom Geschmack auf jeden Fall mitnehmen. Das hat einen geilen Geschmack, echt. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Sehr gut. Euer Brot ist wirklich sehr gut. Der Rest von dem Döner ist ein solider Standarddöner. Solider Berliner Standarddöner. Also gerade hier in der Touri-Gegend, was wir hatten, von Friedrichstraße bis hier Kochstraße, das ist auf jeden Fall der beste, den ihr kriegen könnt. Der Rest ist echt lieblos. Also liebe Touristen, wenn ihr herkommt und Berliner Döner essen wollt, dann ist der hier, der dem Berliner Döner am ehesten nahe kommt. Die anderen könnt ihr vergessen. Hier ist halt Touri, also unter den Linden und so, katastrophal. Also, das ist wirklich ein solider Döner, da kann man echt nicht viel meckern. Ich gebe diesem Döner hier eine, ich wollte ihm eigentlich eine 6,5 geben, aber das Brot ist schon next level. Deswegen kriegt er von mir eine 7,1, ein bisschen mehr als 7. Aber mehr auch nicht. Ist ein guter Standarddöner, kann man sich gönnen. Also wenn ihr U-Bahnhof Kochstraße seid, gönnt euch, ich vergesse mal die Namen, tut mir leid. Wenn ihr U-Bahnhof Kochstraße seid, meine Schleckermäuschen, gönnt euch hier den Döner bei Hatay nebenan. Dönerpoint, Checkpoint Döner. Chigiri Checkpoint den Döner. Gönnt euch.